Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es war leider ein paar Tage ruhig. Ich hatte privat so viel um die Ohren die letzten Wochen, deswegen hat es hier leider ein bisschen hinterhergehangen. Trotzdem schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute habe ich wieder ein sehr, sehr geiles Thema für euch vorbereitet. Und zwar darf ich euch heute in Kooperation mit Logitech G eine ziemlich, ziemlich geile Gaming-Tastatur vorstellen. Und zwar die G515 von Logitech G. Sieht so aus, das gute Stück. Und was die so alles kann und warum ich die so feiere. Und warum ich sie euch sehr, sehr gerne vorstelle, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Erstmal schauen wir uns natürlich an, was ist denn überhaupt im Lieferumfang alles dabei und was kommt alles beim Karton mit dazu und wie... Ist das Ganze verpackt und wie ist das Ganze dargestellt? Also machen wir erstmal das Unboxing und schauen uns an, was da alles so mit dabei ist. Mit kommt natürlich die Tastatur selbst, das ist ja logisch. Die legen wir aber erstmal zur Seite und schauen uns mal an, was noch so dabei ist. Hier haben wir so ein bisschen Garantie und, und Text, bla bla, das braucht kein Mensch. Mit dabei ist außerdem sonst äh, noch ein kleiner Karton, wie man hier sieht. Und da ist ein USB-A auf USB-C-Ladekabel mit dabei plus noch mal einem Adapter. Das heißt, ihr könnt die Tastatur nämlich eigentlich über drei Möglichkeiten verbinden oder drei Arten verbinden. Und zwar einmal über das Kabel direkt, womit ihr auch die Tastatur aufladen könnt über euer PC. Die andere Möglichkeit wäre, das Ganze per Bluetooth zu verbinden. Also mit jedem möglichen Gerät, was Bluetooth kann. Oder die dritte Variante ist die sogenannte Lightspeed-Technologie von Logitech G. Und dazu zeige ich euch aber gleich noch mehr in dem Video und erkläre euch genau, was das ist und wie es funktioniert. Dementsprechend ist da also das Kabel auch mit dabei und auf der Rückseite der Tastatur auch dieser mitgelieferte Dongle. Der ist nämlich notwendig für die Lightspeed-Verbindung. Ansonsten macht die Tastatur einen sehr, sehr, sehr hochwertigen Eindruck und ist super schön verarbeitet. Und was ich total feier, ich liebe das einfach, dieses komplett flache Design. Ich finde das erstmal optisch super ansprechend. Und es ist auch einfach von fürs Gefühl her für mich vom Tippen her viel angenehmer, als wenn man immer diese hohen Kloppertasten hat. Also ich finde das sehr, sehr geil und deswegen kann ich euch die G515 hier wirklich an der Stelle super empfehlen. Verarbeitung ist super und ich mag dieses super flache Design. Ist natürlich auch irgendwo Geschmackssache. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich finde so super flache Tastaturen einfach geil. Wenn wir schon bei den Tasten sind, fangen wir doch gleich mal an mit ein paar Key-Facts. Und zwar handelt es sich hierbei um taktile Tasten mit 45 Gramm Auslösedruck und ein 1,3 mm Bestätigungspunkt. Ich kann euch aber sagen, vom Tippen her fühlt sich es wirklich gut an. Also es muss nicht viel Kraft aufgewandt werden und es fühlt sich aber trotzdem, es ist ein schönes haptisches Feedback. Also ihr merkt genau, welche Taste ihr Wand drückt und sie drückt sich richtig schön sauber durch. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich es meine, aber es ist wirklich vom, von der Schreibexperience her sehr, sehr geil. Die Akkulaufzeit beträgt übrigens laut Logitech G ungefähr 36 Stunden und kann dann mit dem mitgelieferten USB-Kabel einfach aufgeladen werden. Das Kabel hat übrigens eine Länge von 1,8 Meter, für wen das relevant ist. Einziger Wermutstropfen, die Tastatur hat kein Numpad oder sogenanntes Zifferblock rechts an der Seite. Das ist halt eine Short-Tastatur und hat nicht diese 1 bis 9, 0 und so weiter rechts die Tasten noch mit dran. Das ist das einzigste Manko, wenn man das so sagen darf. Aber das ist einem ja bewusst, wenn man sich so eine Art von Tastatur kauft. Das ist ja nicht die einzige Marke, die das so hat. Will ich aber nur mit erwähnen, dass ihr das wisst. Ihr habt es bestimmt in den Bildern auch ja schon gesehen. Sie hat kein NumPad mit dran. Was sie dafür aber mit drinne hat. Ist die Light-Sync-Technologie von Logitech G. Und zwar könnt ihr damit mit der Logitech G Hub Software, die ich euch auch schon in anderen Videos hier vorgestellt habe, ausführlich, checkt gerne mal die Videos ab bei mir, könnt ihr nämlich die Lichter, also die RGB, komplette Palette für die Tastatur freigestalten, wie ihr das wollt, wie die sich leuchten sollen, was für eine Farbe, wie die sich bewegen sollen und so weiter. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch mit anderen Logitech G-Produkten über diese Logitech G Hub Software am PC synchronisieren. Finde ich eine coole Sache. Ich mag es auch immer, wenn im Setup alles so ein bisschen einheitlich leuchtet und einheitlich blinkt und durchläuft. Das ist da natürlich auch mit verbaut bei dieser Tastatur. Und das könnt ihr so perfekt mit euren anderen Logitech G-Produkten synchronisieren. Übrigens hat die Tastatur eine insgesamt Länge von 368 mm, eine Breite von 150 mm und eine Höhe von gerade mal 22 mm. Und das ist halt absolut sexy in meinen Augen. Ich finde das absolut cool. Das Gesamtgewicht beträgt übrigens 880 Gramm. Die reine Tastatur ohne das Kabel. Also dieses 1,8 Meter Kabel, was dabei ist zum Laden oder zum Verbinden. Das ist dann nicht mit einberechnet. Also 880 Gramm, die reine Tastatur. Kommen wir nochmal kurz zu den Verbindungstechnologien, was ich euch vorhin am Anfang vom Video schon gesagt habe. Und zwar schaut mal, habt ihr hier oben an der Tastatur die verschiedenen Buttons. Hier oben seht ihr das? Da. Und hier gibt es einmal diese Lightspeed-Technologie, das sieht aus wie so ein WLAN-Symbol, und Bluetooth. Und da könnt ihr nämlich hin und her schalten, ob ihr die Tastatur eben über dieses Lightspeed synchronisieren wollt mit eurem PC oder über Standard. Bluetooth. Standard Bluetooth hat natürlich den Vorteil, dass ihr das einfach mit allen möglichen Geräten verbinden könnt, ohne dass ihr da irgendwelche spezielle Sachen beachten müsst. Hat aber auch den Nachteil, dass es von der Datenlatenz her, also von der Verbindung her, ein bisschen langsamer ist als die Lightspeed-Technologie von Logitech. Die wurde nämlich extra entwickelt für Gaming-Tastaturen und Gaming-Mäuse von Logitech G, damit ihr da keine großen Latenzen beim Zocken habt und trotzdem aber kabellos die Vorteile habt, wie mit einer kabelverbundenen Maus nahezu. Ähm, ohne dieses Delay mit drin, ne? damit es schön funktioniert, aber ihr trotzdem ein cleanes Setup habt, ohne Kabel. Voraussetzung, dass das funktioniert, ist hier hinten dieser Dongle. Der steckt hier schon drin, wenn die Tastatur kommt. Seht ihr da? Und den braucht ihr, damit verbindet ihr euch mit dem PC, damit dieses Lightspeed funktioniert. Deswegen halt diese kleine Einschränkung, wenn ihr die Tastatur jetzt zum Beispiel mitnehmen wollt und mit einem anderen Gerät mal schnell koppeln wollt, dann könnt ihr das auch machen über Bluetooth, aber halt nicht über dieses Lightspeed. Ich finde aber trotzdem ultra geil, dass das funktioniert. Also, dass man die einfach als Standard-Bluetooth-Tastatur nutzen kann und trotzdem aber auch für seinen eigenen Gaming-Setup quasi mit diesem Lightspeed-Technologie verbinden kann. Und damit richtig geil zocken kann. Das war es jetzt aber schon mit diesem kurzen Video. Kurz und knackig die Fakten zur Logitech G515. Eine richtig geile Tastatur. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du mehr von solchen Videos sehen willst, gerne einen Daumen hoch und ein Abo auf dem Kanal da lassen. Da würde ich mich als kleiner YouTuber natürlich sehr drüber freuen. Und ich kann dir sagen, es wird auf jeden Fall die nächsten Wochen noch einige mehr Hardware-Tests geben und einige mehr Hardware-Vorstellungen und Reviews. Ich habe hier einiges noch in der Pipeline. Wie gesagt, sorry, dass die letzten Wochen so ein bisschen. Leer war hier auf meinem Kanal. Privat ist einiges passiert. Es ist halt manchmal so, wie das Leben so spielt. Überhaupt nicht schlimm. Ist halt leider so. Aber ich kann dir sagen, auf jeden Fall, die nächsten Wochen werden wieder interessant und es stehen geile Videos in der Pipeline, die ich gerade am produzieren bin. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video und vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao, ciao.